Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Ubi Tested. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt zu einem neuen Verbrauchsvideo und heute wird es echt spannend. Wir schicken den kleinen Cityflow, den Renault Twingo Electric, hier in wunderschönem Mango-Gelb auf unsere Verbrauchsrunde. Wir wollen herausfinden, was der kleine Cityflow als Pendlerfahrzeug taugt, denn er zählt zu den günstigsten Elektroautos, die ihr aktuell kaufen könnt. Und natürlich ist es dann sehr interessant zu wissen, hey, kann ich mit dem Auto in meinem Alltag denn überhaupt was anfangen? Wir fahren 50% Landstraße, wir fahren 40% Autobahn mit 130 km/h, wenn möglich, und 10% Überlandfahrt. Dann wollen wir natürlich herausfinden, ob wir mit unserer kleinen Antriebsbatterie von 21,4 Kilowattstunden überhaupt unsere Runde schaffen, zunächst einmal. Dann wollen wir natürlich wissen, wie lädt er denn auf, bis er wieder auf 90% ist. Wir fahren nämlich mit 90% Akkustand los, also auch so eine realistische Größe, nicht komplett voll aufgeladen, denn das sollte man ja grundsätzlich auch nicht tun. So, Klimatisierung wird auf 21 Grad gestellt. Die Sitzheizung kann ich nicht einschalten, weil er keine hat. Und ansonsten wird natürlich auch das Radio laufen und wir werden auch ein Smartphone laden. Also all das ist auch dabei, so wie man es halt einfach im Alltag verwendet. Ich werde jetzt ganz normal fahren, wir halten uns an die Verkehrsregeln, ganz klar. Und dann schauen wir doch mal wirklich, was dieser kleine Cityflow zu leisten imstande ist. Ich werde euch während der Fahrt natürlich ein paar Infos rund um den Renault Twingo liefern. Ihr könnt ihn euch jetzt aber erst einmal anschauen und dann sehen wir uns gleich im Fahrzeug auf der Strecke wieder, wenn ihr dran bleibt. Und das Fazit bestehend natürlich dann auch aus der Endabrechnung und meiner persönlichen Meinung. Solltet ihr den Kanal übrigens noch nicht abonniert haben, dann bitte jetzt tun, meine Arbeit honorieren und dann auch gerne liken und vor allem kommentieren. Lasst uns am Ende dieses Videos diskutieren zum Renault Twingo Electric. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Die Platzverhältnisse im Renault Twingo Electric mit seinen 3,61 Meter Außenlänge sind natürlich etwas begrenzt. Der Kofferraum fasst 219 bis 980 Liter Stauraumvolumen und auf der Rückbank geht es dann durchaus etwas enger zu, wobei ich sagen muss, für kurze Strecken ist es auch noch ausreichend. Es gibt Isofix an den Außenbahnen und der Vordersitz ist optional auch umlegbar, wenn man denn es so ordert. Optional gibt es auch ein paar Extras, die jetzt mit unserem Testwagen zum Beispiel nicht verbaut sind, wie ein elektrisches Faltdach oder aber eine Sitzheizung, die ich euch wärmstens natürlich ans Herz legen würde. Ebenso nicht an Bord hier in unserem Renault Twingo ist das Navigationssystem. Das wird aber in meinen Augen nicht benötigt. Hier reicht der große 7 Zoll Bildschirm mit Apple CarPlay oder Android Auto. Handyspiegelung, damit kommt man auf alle Fälle besser ans Ziel als mit dem ab Werk lieferbaren Navigationssystem, was auf TomTom-Kartenbasis ausgerüstet ist. Das Fahren mit dem Renault Twingo Electric macht echt Spaß. Der Antrieb bietet 60 kW Leistung und 160 Newtonmeter maximales Drehmoment. Damit geht er offiziell in 12,9 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100. 135 Stundenkilometer ist wiederum dann die eingetragene Höchstgeschwindigkeit, die auch elektronisch begrenzt ist, um hier einfach den Akku nicht weiter zu stressen.
Beim Akku ist es so, wir haben hier eine 21,4 Kilowattstunden fassende Antriebsbatterie verbaut, die aber so in den Wagenboden eingelassen ist, dass sie auch keinen Innenraumeinschränkungen oder Kofferraumeinschränkungen in Anspruch nimmt. Bei der Ladung sieht es so aus, dass der Renault Twingo mit dem sogenannten Renault Chameleon Lader ausgerüstet ist. Der bietet die Möglichkeit, durch den Onboard-Lader mit 22 kW maximal über Typ 2 Stecker zu laden. Ein CCS-Schnellanschluss für Gleichstrom ist nicht vorhanden. Die Ladezeit sieht so aus, dass wir in einer Stunde mit einer 22 kW Säule den Akku von 0 auf 80% wieder laden können. Wenn wir eine 11 kW Ladesäule nutzen für dieselben Zeitspanne oder für dieselbe Energiespanne von 0 bis 80%, benötigt der Twingo Electric 2 Stunden 10 Minuten. Das heißt, ich finde, das ist eine ordentliche Ladeleistung. Wenn ihr natürlich zu Hause über Schuko laden wollt, dann dauert das Ganze von 0 bis 100 15 Stunden. Das ist recht lange, aber in den meisten Fällen fährt man den Akku ja nicht komplett leer und komplett aufladen sollte man ihn auch nicht. Also passt es dann auch wieder, dann werdet ihr in 8 bis 10 Stunden eine ordentliche Summe an Strom in den Akku fließen. Laut WLTP soll der Renault Twingo Electric mit 16,3 Kilowattstunden auskommen und eine kombinierte Reichweite von 190 Kilometern ermöglichen. Das wollen wir jetzt natürlich mit unserer Verbrauchsfahrt hier herausfinden, wie weit wir denn eigentlich kommen. Das Fahrverhalten des Renault Twingo Electric selbst ist als ruhig und entspannt anzusehen. Besonders cool ist natürlich der extrem kleine Wendekreis von nur 8,6 Metern. Damit kann der Twingo gefühlt einfach auf der Stelle umdrehen. Und das macht ihn unheimlich handlich in der Stadt. Der Wagen ist angenehm übersichtlich. Die Einparkhilfe, die wir hier vorhanden haben, ist völlig ausreichend. Eine Rückfahrkamera ist in meinen Augen hier nicht vonnöten. Die Geräuschdämmung ist insgesamt ganz gut, vor allem antriebsseitig. Von dem Elektromotor hört man sehr, sehr wenig. Was man hört, sind hier einfach eher Windgeräusche oder Abrollgeräusche, wobei wir hier natürlich mit Winterreifen unterwegs sind. Da sind die Abrollgeräusche nochmal deutlich erhöht gegenüber den Sommerrädern. Der Motor mit seinen 60 kW Leistung ist völlig ausreichend für den Alltag und macht sogar einfach ein bisschen Spaß, weil eben das Drehmoment direkt ab erster Umdrehung anliegt und somit der Twingo richtig gut wegschiebt. Und das zeigt er auch mit den Sprintwerten von 0 auf 50 km/h im Stadtverkehr, 4,2 Sekunden. Da könnt ihr sehen, das ist ganz ordentlich. Ihr habt die Möglichkeit, natürlich den Antrieb ein wenig zu begrenzen mit der Eco-Taste. Dann verlängert sich die Reichweite um ungefähr 10-15 Kilometer laut Anzeige. In der Praxis muss ich sagen, kann man mit Eco ruhig fahren, da man den Unterschied so direkt eigentlich kaum spürt, außer dass eben die Höchstgeschwindigkeit auf 100 Stundenkilometer begrenzt ist. Noch ein kurzer Nachtrag zum Fahrwerk. Da muss ich sagen, der Wagen ist merklich straffer ausgelegt als die Verbrennervariante, was natürlich auch daran liegt, dass hier die Antriebsbatterie dafür sorgt, dass wir die 1000 Kilo Leergewicht sprengen mit 1168 Kilo, und das ist eigentlich genau der Betrag, den die Batterie wiegt. Wir haben dennoch eine Zuladung von 350 Kilo, was ich ordentlich finde, gerade für einen Kleinwagen wie den Renault Twingo. So, die Stunde der Wahrheit hat geschlagen für den Renault Twingo Electric. Was hat er verbraucht? 16,3 Kilowattstunden ist übrigens der kombinierte Verbrauch gemäß WLTP, der angegeben ist. Und mit unserer Ladung, nach Ladung gemessenem Verbrauch, kommen wir auf 16,5 Kilowattstunden. Ich würde mal sagen, das ist fast schon eine Punktlandung auf dem WLTP-Verbrauch. Dafür, dass wir aber eine deutlich längere Strecke mit 115 Kilometern gefahren sind und auch einen sehr hohen Autobahnanteil dabei hatten. Interessant ist jetzt natürlich auch so ein kurzer
Hint zum Mitbewerber, der aber ja schon nicht mehr bestellbar ist, dem Skoda Citigo EiV, der hier auch auf dem Kanal war. Der hatte 12,7 Kilowattstunden nur verbraucht, hat aber 10 Grad mehr Außentemperatur gehabt. Das heißt also, er konnte mit wärmeren Akku fahren, was natürlich besser ist. Und man darf auch nicht vergessen, der ist etwas langsamer auf der Autobahn gefahren worden. Der hatte nur 120 km/h Vmax. Zudem hat er auch noch eine deutlich größere, fast doppelt so große Antriebsbatterie mit 36,8 Kilowattstunden. Und jetzt sieht es eben so aus bei den Reichweiten. Rund 150 Kilometer ist die Reichweite beim Twingo Electric und beim Skoda sind es dann mal gut 100 Kilometer mehr. Das heißt also, ihr seht, der Twingo ist kleiner in seinen Abmessungen, ist kompakter, macht aber auch ein bisschen mehr Spaß, weil er viel wendiger ist als der Citigo zum Beispiel. Bei den Platzverhältnissen macht er leichte Abstriche. Das Auto ist hier schlicht und ergreifend für denjenigen wirklich gedacht, der sagt, ich weiß, wo ich fahre, ich weiß, wo ich lade, dann kommt ihr mit dem Wagen gut zurecht. Der Citigo hat einen CCS-Anschluss, der aber auch nicht mehr als nur mal ganz kurz eine Peakleistung von 40 kW lädt, sondern im Schnitt auch immer nur mit 22 kW lädt. Und das schafft der halt dauerhaft fast durchgängig zu laden bis eben 80%. Bei der Ladezeit also auch keinen Vorteil für den einen oder den anderen. Beim Preis ist es sogar so, wenn wir schauen, der Renault Twingo Electric startet als Intense, wie wir ihn haben, für 23.790 Euro. Renault stockt den Umweltbonus auf, dass wir genau 10.000 Euro Prämie bekommen. Das heißt, 13.790 Euro ist der Einstiegspreis. Unser Testwagen kostet 25.030 Euro, so wie er dasteht. Und so wie ich ihn hingestellt hätte, würde ich ihn als Intense nehmen, eine Ausstattungslinie höher, noch eine Sitzheizung zum Beispiel mit reinkonfigurieren und noch ein paar Ablagemöglichkeiten, dann läge man bei 25.400 Euro, also 15.400 Euro nach Abzug der Prämie. Beim Skoda Citigo Best Off war es dann so, der lag bei über 18.000 Euro neu. Gebraucht bekommt ihr ihn für ungefähr 16.000 Euro. Das heißt, ihr könnt euch jetzt fast schon aussuchen, ob ihr einen gebrauchten Citigo sucht mit ein Jahr alt oder ihr nehmt einen neuen Renault Twingo Electric. Da dürft ihr mir aber jetzt gerne unten in die Kommentarbox schreiben, für welchen ihr euch entscheiden würdet und warum. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut das, honoriert das Ganze hier und lasst uns endlich die 10.000 Abonnentenmarke hier einmal auf dem Kanal knacken. Und zudem das Ganze bitte liken, damit wir im Algorithmus unser Video schön oben sehen und hier auch noch ein bisschen mehr Content für euch kreieren können. Danke fürs Reinschauen und ich freue mich, wenn wir uns demnächst wieder hier auf dem Kanal sehen zu einem neuen Video. Tschüss und Servus, euer Ubi.